Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Format Crazy Shit, Folge 1, niemals aufgeben. Also in dem Format geht es vor allem um eure Einstellung, also eine mentale Sache. Mit welcher Spieleinstellung geht ihr in das Spiel rein? Heute, wie gesagt, Teil 1, niemals aufgeben. Das Gameplay ist schon relativ alt, wie ihr seht. Da war ich zum einen noch bei den Dinos und das Spiel sah auch noch ein bisschen anders aus. Aber ich habe das Replay extra deswegen genommen, weil das für mich auch eine Grundeigenschaft ist. Ich kämpfe wirklich bis zum letzten HP. Und das werdet ihr hier auch sehen. Und letzten Endes würde ich sagen, genug gebabbelt, ab ins Spiel. Also ich fahre mit meinem Light hier vorne oben links auf B2, um mal einen First Spot zu machen. Und auf der Map, um halt eben aber auch ein paar vom Team mit hochzuziehen. In der Hoffnung, dass die Heavies da mitkommen. Weil wenn man nämlich als Light vorne stehen bleibt und Licht macht da im Tal, dann bleiben die ganz gerne mal weiter oben hängen und schimmeln dann da rum. Und letzten Endes führt es dann in der Regel zu einer Niederlage, weil wenn man die Flanke hier oben verliert, verliert man normalerweise das Spiel. Ausnahmen bestätigen die Regel. Aber die Posi hier bei B2, wo ich eigentlich jetzt gerade auch auf dem Weg hinzufahren bin, die ist schon extrem stark. Genau. Aber nichtsdestotrotz, wie man sieht, schon ziemlich verrücktes Game mal wieder. Die Heavies sind immer noch nicht aufgerückt. Ich habe mal Hilfe vom das Hilfedings genutzt hier. Hier ist jetzt noch keiner. Da war ich jetzt nicht sicher. Fahre ich jetzt weiter und riskiere es? Bleibe ich stehen? Ihr seht, die sind aber so langsam jetzt am Aufrücken. Und dann dachte ich mir, okay, komm, ich probiere es einfach mal. Ich schaue mal, ob jetzt hier was kommt. Und siehe da, da war jetzt nichts. Jetzt fragt ihr euch, was ist denn daran crazy? Naja. Zum einen guckt mal, wie viel es steht. Es steht 11 zu 15, 10 zu 15, also wir liegen massiv hinten. Es ist auf jeden Fall eine sehr verrückte Runde. Und naja, lasst euch mal überraschen, was noch kommt. Und letzten Endes geht es darum, jetzt steht es 9 zu 15. Das Ding ist eigentlich schon verloren. Ne? Wenn man mal ehrlich ist, ist das Teil eigentlich schon verloren. Jetzt steht es 9 zu 14, jetzt hat irgendeinen rausgenommen. Ich habe jetzt gar nicht gesehen. Achso, hier, der AMX hat einen anderen rausgenommen. Okay, hurra. Aber letzten Endes, wir haben jetzt hier jetzt oben zwar die Flanke gewonnen, aber auch nur, weil der Gegner da leider, muss man so sagen, komplett falsch gefahren ist, weil man sollte wirklich da hochfahren. Das ist jetzt ein gutes Beispiel, warum nicht immer alles so passt, wie man es im Schnitt oder im Normalfall sagen sollte. Das ist ein ganz verrücktes Spiel, deswegen crazy shit auch. Ja. Also, was passiert jetzt hier? Ich habe noch volle HPs, ich gucke, dass ich den Stuck irgendwie rausbekomme. Wunderbar, das hat geklappt. Ich habe probiert, in dem Moment mich zu bewegen, wo der schießt. Das habe ich gemacht, ein bisschen antizipiert, sondern dann zoome ich auf den ran. Achso, für die Leute, die Qualität ist leider nicht so prall, weil, wie gesagt, es ist ein etwas älteres Replay. Ich hoffe, ihr verzeiht mir. Und jetzt seht ihr, wie ich immer vorn zurückfahre. Und das ist es. Jetzt sehe ich aber, scheiße, ich habe hier kein Backup mehr. Jetzt kommt er hier mit seinem Kraftpanzer reingejodelt. Drückt mir den ersten, den zweiten hat er vorbeigesammelt. Und den dritten hat er leider gemacht. Und jetzt hat er wieder vorbei, weil ich mich schnell meinen Panzer noch ein bisschen bewegt habe. Den hat er mir dummerweise noch gedrückt. Ich habe zwar wieder mein Heck bewegt. Aber ja. Also, 150 HP, es steht 5 zu 10. Niemals aufgeben, sage ich euch. Niemals aufgeben. das ist definitiv, die Runde ist verloren, ne? Normalerweise. Vielleicht ist es ja am Ende auch, ich weiß es nicht. Kannst du mich mal überraschen. Aber es geht auch gar nicht immer darum, 4 zu 10 steht es jetzt mittlerweile, es geht auch gar nicht darum, immer zu gewinnen. Wenn es klappt, ist cool. Aber es geht einfach darum, sich teuer zu verkaufen. Und bis zum letzten HP zu kämpfen. Und vorher nicht aufgeben. Das ist es, worum es geht. Und das ist einfach ein mentales Ding. Und das ist extrem wichtig in dem Spiel.
Also, ich habe 151 HP, 1200 Schaden knapp gemacht. Ich habe eben leider zwar geschossen, aber nicht getroffen. Ich bin hier wieder so an der Kante, dass ich ganz wenig Trefferfläche biete. Bin leider gebounced und da habe ich eine kassiert. 2 HP. Jetzt kommt der Light. Dem konnte ich eine drücken. Der hat irgendwie keine Ahnung, was er da gemacht hat. Ich glaube, der hat auf den TD da oben geschaut, genau. Bei sowas gehört natürlich auch mal ein bisschen Glück dazu. Da hat er mit Auto-Aim auf mich geschossen. Wunderbar. Also, ich habe 2 HP. Es sind noch 9 Gegnerpanzer im Spiel. Ich habe 1360 Schaden gemacht. Bisher. Das können wir uns ja mal merken. Knapp 1300 Schaden mit 2 HP. So, wollen wir mal gucken. Also, ich verlege mich, weil jetzt habe ich definitiv nichts mehr zum Traden. Und zwar gar nichts mehr. Selbst ein Fahrfehler kann mir schon das Ende bereiten. Jetzt stelle ich mich hier hin und ich wusste, dass ich aufgehe. Und in dem Fall, ich habe auch gesehen, ich bin anvisiert. In dem Fall ging es mir eigentlich nur darum, den Einschuss zu drücken. Ihr seht, meine Lampe ist an. So viel zum Thema sechsten Sinn. Warum hat es einen sechsten Sinn drauf? Es gibt immer so ein paar Helden, die sagen, sechsten Sinn braucht man nicht. Doch, braucht man. Um zu wissen, wann man auf ist. Jetzt weiß ich, ich bin zu. Ich weiß, ich kann mich bewegen. Und, ja. Von daher verlege ich mich jetzt wieder. Es steht 2-7. Da kreucht einer einen Berg hoch. Das habe ich eben gesehen. Und da probiere ich natürlich irgendwie da jetzt dran zu kommen. Aber hinter mir kommt halt dummerweise auch noch ein Jagdpanzer. Das heißt, ich habe gerade eine richtig dumme Situation. Vor mir ist einer, hinter mir ist einer. Der Jagdpanzer hat aber keinen drehbaren Turm. Also was mache ich? Ich probiere den irgendwie auf Kette zu setzen. Das hat nicht geklappt. Aber er fährt weiter. Er fährt weiter. Und jetzt hat er geschossen. Und jetzt hoffe ich halt einfach, dass ich nochmal diese eine Sekunde habe. Ich bin im Reload. Er hat wieder, glaube ich, geschossen. Ich bin mir nicht sicher. Hinter mir der Jagdpanzer kommt aber auch. Der hilft. Jetzt musste ich natürlich auch noch ein bisschen nach dem Heavy gucken. Auch unser Cap wird übrigens auch eingenommen. Noch 35 Sekunden. Also musste ich jetzt einfach überlegen, was mache ich jetzt. Wir haben noch 35 Sekunden Zeit, um den Cap zu resetten. Da habe ich mir gedacht, okay, ich helfe noch schnell dem TD oben. 22 Sekunden, 21 Sekunden, 19 Sekunden, 17 Sekunden. Jetzt kommt von da oben nochmal ein Heavy. Jetzt konnte ich nochmal auf einen drauf pfeffern. Jetzt konnte ich nochmal einen rausnehmen. 7 Sekunden Rest, 5 Sekunden Rest, 3 Sekunden Rest. Und dann ist er aus dem Cap gefahren. Auch hier wieder ein Punkt, wo ich sage, okay, gehört Glück dazu. Jetzt kann natürlich jeder sagen, guck mal, der Kippingbot, der hatte ja recht, der hätte durchkippen müssen, dann wäre das Spiel gewonnen gewesen. Ja, stimmt. Aber ganz ehrlich, der Spieler, der bei so einem Spielstand von 2-9 in Cap fährt, dem gehören die Hände gebrochen. Oh, jetzt bitte wieder alle in die Kommentare ausrasten. Nein, gehören sie nicht, das war ein Spaß. Aber der hat das Spiel einfach nicht verstanden. Ist in meinen Augen einfach ein schlechter Spieler, das kann man nicht anders sagen. Ist einfach ein schlechter Spieler. Und hier habe ich jetzt natürlich auch ein bisschen Glück gehabt, auch ganz klar, in zwei Situationen. Aber nochmal, das Glück des Tüchtigen, man muss sich das erarbeiten. Jetzt habe ich mittlerweile 2900 Schaden und 400 Spotting, das sind 1 gegen 3. Jetzt sieht die Sache schon wieder anders aus. Hätte ich das Spiel verlieren müssen? Ja, schon längst, definitiv. Hätte ich schon aus der Runde rausgehört? Auch ja, definitiv. Aber wenn man nicht dafür kämpft, dann kann sowas auch nicht passieren. Und das ist das, was ich euch damit sagen will. Na klar ist es ein Spiel von One in a Million wegen mir aus auch, oder was weiß ich was. Ja. Aber man kann sowas nur erreichen, wenn man es versucht. Und wenn man es gar nicht erst versucht. Und beim Spielstand von 5-10 hätten viele schon ihren Panzer weggeschmissen. Ja, wenn man das macht, wird man sowas nie erleben. Und ich sag euch, egal wie das Spiel ausgeht am Ende, das war eines der geilsten Spiele, die ich je hatte. Das war so, also in dieser Reihe Crazy Shit kommen noch ein paar andere Spiele. Aber das war definitiv eines der geilsten Spiele, die ich je hatte, weil
Da war ich hart am Sweaten, ey. Also was ich da geschwitzt habe, also war ich wirklich klitschnass, weil irgendwann habe ich, ich habe dran geglaubt, ich habe ja nicht aufgegeben, aber es war unmöglich und ich habe mir die ganze Zeit gedacht, jetzt habe ich eine Chance. Oder nee, die Chance wird besser. Langsam habe ich eine Chance und jetzt habe ich in dem Modus, okay, das Ding will ich jetzt gewinnen. Ne? Aber es ist natürlich extrem schwer gegen drei Heavies und ein TD und mit zwei HPs das Ding dann noch rumzureißen. Ja, tut mir den Gefallen. Ah, da habe ich nicht dummerweise gebounced. Er schießt halt auch nicht blind zurück. Auch da habe ich Glück gehabt. Oder ich sehe es jetzt hier in der Aufnahme nicht. Ich weiß nicht genau. Jetzt steht es 2 zu 1. Ja, und jetzt gibt es natürlich nur eins. Es sind noch 5 Minuten zu spielen. Ich habe definitiv den Vorteil, dass ich alle outspotte. Was ist jetzt sinnvoll? Also meiner Meinung nach. Eine Position einzunehmen, wo ich alle anderen outspotten kann. Oder sagen wir mal so, im besten Fall alle outspotten. Es gibt immer, hier gerade auf der Map gibt es immer Möglichkeiten, wo sich einer hochschlingeln kann, ohne dass ich ihn aufmache. Ja, normalerweise müsste ich jeden aufmachen, der da unten lang fährt. Und erst recht die von da hinten kommen. Und mit 2 HP, ihr fahrt einmal ein bisschen zu fest irgendwo runter, dann sind die HP weg. Also wenn ich jetzt hier rumfahre oder rumheiz wie ein Irrer, ist halt die Gefahr schon da, dass man sich selber zerstört. Weil irgendeine Kante, irgendwas und zack, sind 2 HP weg. Das geht ganz schnell. Kaum sage ich es, mache ich es auch noch. Ich habe wirklich nur den Anfang und das Ende kurz geguckt. Den Mittelteil habe ich mir jetzt nicht angeschaut in voller Länge. Aber ich bin gespannt. Kann ja auch nicht mehr 4 Minuten kannst du maximal gehen. Ich wundere mich, dass ich da schon losgefahren bin, weil ich hätte eigentlich noch ein bisschen Ruhe bewahren können. Aber schaden tut's nicht. Jetzt sehe ich, hier ist einer im Cap. Der musste jetzt hier direkt vor mir sein. Da wundert es mich, warum ich den nicht aufgemacht habe. Das war jetzt für mich eigentlich, das war eigentlich ein Fehler. Da hätte ich Abstand nehmen müssen. Da hätte ich nach hinten fahren müssen. Da ist der scheiß TD. Schwule Emil. Ja, das war nicht clever. Das war nicht gut. Da hätte ich hinten rumfahren müssen. Und der hat halt auch noch 625 Strukturpunkte. Er hat aber einen Nachteil, er hat keinen drehbaren Turm. Und da habe ich mir jetzt in dem Fall gedacht, okay, komm, wie können wir den Typ bespaßen? Boah, jetzt kommt natürlich auch noch der Heavy, auch noch ein Churchill. Ich wollte ihn von hinten angehen, aber das war dann natürlich echt schwierig. Jetzt steht der Churchill da. Ich bounce an seiner Kanonenblende. Und jetzt sind sie natürlich eingamed, jetzt habe ich noch 8-9 Sekunden. Und ja, wie ihr euch denken könnt, da war dann die Runde zu Ende. Ich habe denen aber das nicht gegönnt, dass die mich rausnehmen. Und deswegen bin ich dann nach unten weggefahren. Also, alles in allem, wäre der zweite Heavy da jetzt nicht reingefahren, hätte ich noch die Zeit gehabt, von unten anzugreifen und vielleicht noch irgendwas machen zu können. Es war schwierig, ich habe da auch noch einen kleinen Fehler gemacht, aber wie gesagt, das ist eine der geilsten Runden, über die ich mich am meisten freue, weil mit 2 HP am Ende da noch 3100 Schaden zu machen und 7 Kills, das sind so Runden, wo ich halt sage, das ist es, worum es in dem Spiel geht. Niemals aufgeben. Dann gucken wir nochmal auf die Postgame-Stats. Also, was kommt? Das war ein M. Krass, wie das damals noch aussah, oder? gucken wir mal aufs Team, ja. Wie so oft, ist es leider so, dass jetzt im Team nicht alle so gut performt haben, um es mal vorsichtig auszudrücken. Aber darum geht es nicht bei sowas. Wie gesagt, macht euer eigenes Spiel draus, lasst den Kopf nicht hängen, holt das Beste aus der Runde raus und wie gesagt, never give up. Also, dann bedanke ich mich für mir fürs Zuschauen, bleibt gesund und munter. Bis dann irgendwann. Tschüss.